Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn der Abend lang und immer dunkler wird, freut man sich auf die Adventszeit mit den stimmungsvollen Lichtern und dem hellen Glanz der Weihnachtsdekorationen. Besonders attraktiv sind die Lichterketten aus dem Bau und Hobby. Sie lassen sich leicht am Haus oder an den Bäumen und Sträuchen im Garten anbringen und setzen schon von weitem sichtbare vorweihnachtliche Zeichen. Auch fertig dekorierte Weihnachtsbäume im Topf sind beliebt, weil man sie dort aufstellen kann, wo sie am besten zur Geltung kommen. Nach dem Festtag wachsen sie auf dem Balkon weiter oder finden im Garten einen neuen Platz. Eine geschmückte Haustüre wirkt freundlich und gibt eine festliche Stimmung. Am schönsten wird es mit immergrünen Tannenhandbünden aus Nobilis und Nordmann und dem Weihnachtsschmuck vom Bau und Hobby. Bezaubernd sind auch die Tischdekorationen, die Sie jetzt in unserer Blumenabteilung kaufen können. Ohne Weihnachtsstern oder Poinsettia, wie die Pflanze auch noch heisst, ist eine Weihnachtsdekoration ja nicht vollständig. Weihnachtssterne gibt es bei Coop jetzt günstiger. Jede Pflanze kostet 5,90 Franken. Eine festliche Stimmung in der Adventszeit möchte ich auch unseren Gast verbreiten. Herzlich willkommen im Studio. Guten Morgen. Hi Susanne, grüß dich miteinander. Gunvor, du hast dir dieses Jahr etwas Neues vorgenommen, eine Adventstournee mit Weihnachtsliedern. Ja genau, Gunvor and Friends. Wir starten am 1.12. Nicht nur Weihnachtslieder singen wir, sondern auch Pop, Rock, Coversongs und französische Lieder und Musical. Mehr Infos unter www.gunvor.com. Hat es denn noch Billett für die Konzerte und wo kann man sie kaufen? Ja, es sind noch ein paar wenige und kaufen kann man sie beim Ticket Corner. Du hast jetzt gerade ein Video gedreht für die neue Single. Ja, genau. Sie heisst Born to be Loved by You und ist ab ca. Mitte Dezember im Handel erhältlich. Neben dem Singen wirst du nicht allzu viel Zeit zum Kochen haben. Trotzdem schauen wir schnell, was das Team vom Teleskop für morgen vorbereitet hat. Es gibt eine schöne Herbstsuppe, also eine Blumenkohlsuppe. Wir machen nämlich Blumenkohlsuppe mit Crouton Mimosa. Ich habe unten das gröbste Holz weggenommen, habe aber den Stierzel genauso geschnitten. Bouillon kommt erst am Schluss noch zum Ablöschen, weil ich tue es schön 3 Minuten lang wirklich andämpfe. Unsere Blumenkohlsuppe. Und es ist gut. Das ganze Rezept sehen Sie wie immer in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender. Und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Es geht zwar noch ein paar Wochen bis zur Weihnacht. Aber Gedanken über das ein oder andere Geschenk darf man sich trotzdem jetzt schon machen. Im Bau und Hobby hat man sich diese Gedanken gemacht in Form von einem Weihnachtskalender mit Bon im Wert von mehr als 1'000 Franken. Es hat Geschenke dabei für jeden Geschmack und jedes Budget, wie diese Beispiele zeigen. Ein dekorativer Zimmerbrunnen mit Lampen gibt es 30 Franken günstiger. Eine praktische Schlagbohrmaschine von Bosch 20 Franken günstiger. Oder ein gerahmtes Bild von Rolf Knie 40 Franken günstiger. Auch für hübsche Tischdekorationen und selber bastelte Geschenke wird es jetzt langsam Zeit. Kreative Gestalter können darum in unserem Bau und Hobby verschiedenste Bastelsets und eine Vielfalt von weiteren Geschenkideen entdecken. Das war es für heute. In einer Woche machen wir einen Ausflug an den Bielersee und schauen, wo die berühmte Treberwurst herkommt. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!